Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wenn gerade in der dunklen Jahreszeit die Lichter ausgehen und die Heizung kalt bleibt, dann mag Kerzenschein für einen Moment eine gewisse Gemütlichkeit erzeugen. Aber wenn man Kerzenschein muss und nicht kann, dann ist das nicht romantisch, sondern da sind das soziale Härten, die eines Sozialstaats unwürdig sind. Daher hatten wir als Grüne bereits im Oktober vergangenen Jahres einen Landesrettungsschirm gefordert, der auch Privathaushalte vor übermäßigen Energieschulden bewahren sollte. Denn mindestens Strom- und Gassperren aufgrund der aktuellen Energiekrise, die gilt es zu verhindern. Gerade bei vulnerablen Gruppen wie Familien, chronisch Kranken oder Älteren. Insbesondere in diesen Fällen und insbesondere in Wintermonaten haben wir uns bereits mehrfach für das Aussetzen von Strom- und Gassperren eingesetzt. Auch eine Sperrung direkt vor Feier- oder Sonntagen ist ein Unding, weil es die Behebung dieser Sperre zwangsweise bürokratisch verzögert. Die Energiekrise verlangt nach einer Bündelung der Kräfte von Bund und Land, um den Bürgerinnen und Bürgern hierzulande Schutz vor sozialen Härten zu bieten. Wobei der Bund mit seinen Rettungspaketen hier in historischem Ausmaß bereits tätig geworden ist. Stellen Sie sich mal im Kontrast dazu eine Bundesregierung unter der Führung von Herrn Merz vor. Dann wäre es im Land wirklich kalt geworden. Dass das nicht derart geschehen ist und daher auch der sogenannte heiße Herbst im Grunde ja ausgefallen ist, verdanken wir den Aktivitäten des Bundes, und die müssen wir als Land flankieren. Im Bereich der Krankenhäuser, wie wir das schon beraten haben, wie auch im Bereich der Privathaushalte. Ob dafür eine Antwort wie die Ihre taugt, liebe Kollegin von den Linken, das wage ich aber zu bezweifeln. Hätten Sie nur den Härtefallfonds hier heute beantragt, so wie wir es auch im vergangenen Jahr gefordert haben, selbstverständlich wären wir an dieser Stelle dabei gewesen. Der hätte geholfen, sehr konkret und ergänzend zu den großen Anstrengungen im Bund. Im großen Rest Ihres Antrags steckt in meinen Augen aber zu viel Pauschalierung, ein bisschen Populismus und unangemessene Globalkritik. Und zu diesem Antrag werden wir uns deshalb enthalten. Vielen Dank.